What's a sword doing here? I don't think I would have made it here without you two. Das von manchem totgesagte Genre des Japan-Rollenspiels lebt. Hersteller Square Enix lud nach Hamburg, um seine neuesten Kreationen in spielbarer Form zu präsentieren. Lost Sphere und Secret of Mana beweisen, dass protzige High-End-Optik und komplizierte Spielmechaniken nicht immer nötig sind. Das zur E3 2017 angekündigte Lost Sphere ist der geistige Nachfolger des Erfolgs-RPGs I Am Setsuna. Ganz ähnlich spielt es sich, auch hier zieht ihr mit einem Heldentrupp los, um die Welt zu retten. Auch hier erwarten euch klassische Elemente wie Dungeons, Oberwelt und verschlafene Dörfchen. In einer dieser Ansiedlungen beginnt das Abenteuer. Der junge Held Kanata findet sich in einem Landidyll samt redseligen Bewohnern, putzigen Häuschen und versteckten Kisten. Klare Sache, wir befinden uns in einem klassischen Rollenspiel, das direkt der 16-Bit-Ära entsprungen sein könnte, sieht man von der ein wenig moderneren Polygonoptik ab. Story und Spielwelt sind zwar brandneu, wirken jedoch genretypisch vertraut, denn die beschaulichen Ländereien sind akut gefährdet. Eine unbekannte Macht sorgt dafür, dass ganze Landstriche in gleißendem Weiß verschwinden. Das Lost benannte Phänomen breitet sich immer weiter aus. Die unendliche Geschichte lässt grüßen. Ergo ist ein Held gefragt, der dem bösen Treiben ein Ende bereitet. Hauptdarsteller Kanata ist der Auserwählte, der die befallenen Regionen aus gesammelten Erinnerungen wieder aufleben lässt. Nicht nur das, er kann sogar bestimmen, was auf den leblosen Arealen gebaut wird. Jedes neu errichtete Gebäude hat Auswirkungen auf den späteren Spielverlauf. Errichtet ihr zum Beispiel den Mystic Eye Leuchtturm, wird fortan eine Minikarte zur einfacheren Navigation eingeblendet. Konstruiert ihr den Yggdrasil-Baum, werden alle physischen Angriffe verstärkt. Einige Effekte wirken sich weltweit aus, andere nur lokal. Neben dieser Innovation gibt sich Lost Sphere klassisch. Ein Heldenquartett erkundet die übergreifende Oberwelt und dessen Örtlichkeiten. Spätestens in den Dungeons sind die Fähigkeiten aller Mitglieder gefragt. Das Abenteuer erscheint im Januar 2018 mitsamt deutschen Texten und wahlweise japanischer oder englischer Sprachausgabe. Neben Lost Sphere hat Square Enix ein weiteres RPG-Eisen im Feuer. Das Action-Rollenspiel Secret of Mana von 1993 erhält im Februar 2018 eine in 3D-Optik aufgemachte Neuauflage. Held Randy und seine Begleiterinnen Prim und Popoy machen sich auf die Suche nach der sagenumwobenen Mana-Macht. Der Spielablauf ist identisch zum Original, allerdings ist die Präsentation zeitgemäßer. Hier wird ebenfalls statt auf Pixelgrafik auf 3D-Optik gesetzt, auch wenn die Spielperspektive aus der Draufsicht erhalten bleibt. Die Grafik ist generell etwas simpler gehalten, was aber ganz gut zum einfachen Spielsystem passt. Zwischensequenzen bringen eine neue Kameraführung sowie vertonte Dialoge mit. Die kunterbunten Kulissen sowie der Koop-Modus für 3 Spieler sind wieder mit an Bord. Überraschenderweise erscheint das RPG-Remake am 15. Februar 2018 nicht nur für PC und PlayStation 4, sondern auch für die vernachlässigte PlayStation Wii. Ja, Lost Sphere und Secret of Mana mögen technisch nicht die beeindruckendsten oder spielerisch gar die komplexesten Rollenspiele sein, die auf uns zukommen, sie schaffen es aber wunderbar, zumindest in dem Angespielten, die Atmosphäre der klassischen Japano-Rollenspiele umzusetzen. Man kommt sich wirklich wie im 16-Bit-Zeitalter vor, bloß eben mit etwas zeitgemäßer Grafik. Das ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber durchaus interessant für all jene, die eine moderne Zeitreise tätigen wollen.